Badewannentango von Axel Fitzke und Rainer Holbe. Herr Stundenkötter, Sie sind doch schon jahrelang unser Auslandskorrespondent auf Bora Bora. Ja. Ja, sagen Sie, oh, was... Jetzt auch die sind Sie, die, ist sie da, ja. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer von RTL Plus. Hier meldet sich Ihr Erwin Stundenkötter aus Kunalene. Das ist eine der Hauptinseln des Archipels Bora Bora. Ja. Hier, bitte. Hallo? Ja? Ja, wir hören Sie noch, Herr Stundenkötter. Steht die Leitung noch? Ja, sie steht noch. Wir melden uns hier vom Schweinsküstchenfest auf Bora Bora. Olaf. Matthias Krings in einer eher ungewohnten Rolle, die er dennoch beherrscht, nämlich als Moderator in Wer bin ich? Politik, Show, Film, Fernsehen, Operette, Theater, Fragezeichen. Würden Sie sich freundlicherweise entscheiden? Ich kann nur einmal Ja oder Nein sagen. Na? Also gut, du hast vorhin die Politik so nett angesprochen, ich bleib bei meiner Politik, ja? Nein. Nicht. RTL suchte auch den härtesten Mann Deutschlands und das ausgerechnet in der marokkanischen Wüste. Aber wo kann man sich in unseren Breiten schon so herrlich austoben wie hier? Bei Ein Tag wie kein anderer wurden die Zuschauer nur ganz selten in die Wüste geschickt, dafür aber in alle anderen nur erdenklichen Ecken unserer fünf Kontinente. 8 Jahre lang, Sonntag für Sonntag. Und dabei hatten die Reporter natürlich so einige Abenteuer zu bestehen. Bei Alexander von der Gröben ging es durch den Magen. Da kommen wir zu dem Höhepunkt eines jeden Wurmmenüs. Da haben wir hier den rohen Wurm. Roh und lebend, der sogenannte Sushi-Wurm. Ja, Augen zu und rein und dann Ende mit der Wurmkur. Position für meinen Papa. Bei Joe Goebel ging es mir in die Knochen. Axel Fitzke hingegen hatte eher alltägliche Probleme. Auch die Musik wurde bei RTL Television großgeschrieben. Maria und Margot Hellwig führten mit ihrem Servus, Grüezi und Hallo durch unzählige Heimatmelodien. Aber auch die Tracker und ihre Musikfans kamen mit Kilometer 330 nicht zu kurz, wobei man diese Sendung wirklich nicht als Zielgruppenprogramm bezeichnen konnte. Die Einschaltquoten bewiesen, dass solche Melodien nicht nur Trackerherzen in Wallung brachten. In einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. RTL hatte auch einfach tierische Seiten. Bei If Bennets Sendung kam alles zu Wort, was Fell oder Federn hatte. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die tierisch-demokratische Partei der Bundesrepublik begrüßt Sie mit recht herzlich zur Sendung Einfach tierisch. Nach längerer Pause musste es einfach wieder mal sein. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Das war's. Guten Abend. Tja, und er gab alles, wenn er Sie begrüßen konnte, oder? Hugo, Egon Balder und Hella von Sinn in Alles, Nichts, Oder. Dieses Duo stahl sich schrill und frech in die Zuschauerherzen. Nicht zuletzt auch durch Hellas ausgefallenes Outfit. Ja, ich kann. Das ist das berühmte Outfit, die sich einen Wolf tanzt. Ja. Die Kleidung machte zwar was her, aber das reichte nicht. Zu einer erfolgreichen Sendung gehörten auch noch hochkarätige Gäste. Karlchen zum Beispiel bei dem Zungenbrecherspiel. Max, wenn du Wachsmasken machst, mach Wachsmasken. Max, wenn du Wachsmasken machst, mach Wachsmasken. Max, wenn du Wachsmasken machst, dann mach Wachsmasken. Ja, Max, ja, Max, ja. Max, wenn du Wachsmasken machst, zeig's mir die Blondine. Mädels will er, die kann er haben und zwar satt.
Ein ganzes Chin-Chin-Ballett, randvoll mit Damen, die nur zu gerne blank zogen. Um der Chronistenpflicht Genüge zu tun, sei erwähnt, dass sie dazu nicht nur von den Kandidaten aufgefordert wurden, sie taten es ihnen auch nach. Comedy bei RTL Television, das ist eng mit dem Namen Dirk Bach verbunden. Der kleine, große Mann aus Köln mit den tausend Gesichtern, der keinen Lachmuskel ungeschoren lässt. Oh, klasse! Komm mal, Junge. Ebenfalls ein Meister seines Fachs, Dieter Krebs, mit seiner Familiensaga Rost. Es ist schon erstaunlich, wie sich die Herren ähnlich sehen. Ach, Rainer, guck mal, da fliegt eine Hase vorbei. Ja, mein Junge, hast so langsam geguckt, ist schon vorbeigeflogen. Ich hab ihn doch noch gesehen. Erfrischend anders, das ist bei RTL nicht nur das Programm, sondern vor allem auch hier die neue Kantine. Auf extravagante Gestaltung wurde viel Wert gelegt, denn so eine Kantine ist ja nicht einfach nur ein Essensraum. Hier wird konferiert, hier trifft man sich, hier wird geklönt und vor allem kocht hier natürlich die Gerüchteküche. Mit anderen Worten, für das Dorf RTL ist das hier der Marktplatz. Und da unser Dorf immer schöner werden soll, wurde die Kantine nur 7 Monaten völlig neu gestylt. Nach dem Motto, es lebe der Fortschritt. Beißbares gibt's bargeldlos, wenn der Automat vorher ausreichend gefüttert wurde. Elektronisch aufgewertet kann man sich dann auch an der Essensausgabe sehen lassen, an der es vornehm zugeht. Was woanders Würstchen heißt, firmiert hier unter Chateau im Darm. Und wenn man sich entschieden hat, geht's auch gleich wieder der Karte an den Kragen. Zusammensitzen kann man dann wieder ohne Karte. Das fördert den Teamgeist. Und so heißt es, wie ich mir, so ich dir. Tja, die Überleitung vom Essen zum Kinderprogramm zu finden, ist nun wirklich nicht so einfach. Aber ich glaube, auf jeden Fall wäre unser Chefkoch überglücklich, wenn er wenigstens ein paar der Preise eingeheimst hätte, wie Metti sie mit seinem lila Launebär gewonnen hat. Aber vor dem ganz großen Erfolg für Metti stand erst einmal Mini Plus noch aus Luxemburg gesendet. Viel Spaß für die Kids mit Metti und vielen seiner kleinen Gäste. In Köln kam dann auch noch Klack dazu, eine Spielshow für ganze Schulklassen und Nicole Bierhoff. Und auch diesen Vorspann werden die Kids genau kennen. Samstags früh wurde er immer ausgestrahlt und gehört zu Maus Reiß aus. Hallo, da bin ich wieder, der Hacki, Haha, Tita, I. Hallo Mausfans! Ich bringe euch mal wieder unsere Show Maus Reiß aus! Tja, und dann natürlich der lila Launebär mit seinem besten Freund und Ziehvater Metti und vielen, vielen Abenteuern, die sie zusammen bestanden und sicher auch noch bestehen werden. Thank you.
David der Kabauter soll hier nur stellvertretend für viele, viele Zeichentrickserien stehen, die RTL im Programm hatte und auch weiterhin haben wird. Dieser kleine Zwergenmann, drum ist David der Kabauter unser bester Freund. Seit Jahren schon ein Highlight für klein und groß, die Mini-Playback-Show mit Mareike Amado und inzwischen unzähligen kleinen, großen Stars. Was sagen fürs Publikum vielleicht? Wie es dir geht jetzt vielleicht? Hm? Wie geht's euch? Ja? Und sag mal, wie es dir geht. Wie geht's mir? Ja! Bist du da drauf gekommen, Trude Ehrnacht zu machen? Ich? Von meiner Schwiegermutter. Naja, Chefarzt vielleicht. Du hast eigentlich was anderes aufgeschrieben, nicht? Mhm. Was hast du aufgeschrieben? Naja, Frauenarzt. Frauenarzt hat er aufgeschrieben. Gynäkologe, jawohl. Und warum? Ach, vielleicht, weil mich Frauen interessieren. Takeo Ishii? Der Meister Jodler aus Japan. Den wollte ich auch machen, wenn ich hier nicht Clara Lerner gemacht hätte. Also jodelt man auch in Japan? Das also jodelt man doch gar nicht. Ja, deswegen ist er ja Meister Jodler aus Japan. Aha! Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass ihn niemand glücklich sehen kann. Sagte dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Dann frag ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht. Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Was ist denn dein Lieblingskrimi? Mit Klappe und Golf. Und noch Eishockey. Hallo, der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hallo, hallo, hallo. Der fiel mir aufs Gesicht, aufs Augen oder nicht. Nur weiß ich, dass der kleine grüne Kaktus sticht. Da war sie hier ein Kaktus, hier fällt nichts anders hoch. Hallo, hallo, hallo. Para, 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 para. Sowohl für uns, die Macher, wie auch für Sie, die Zuschauer, ist die Arbeit und Atmosphäre in so einem Fernsehstudio wie diesem hier das eigentliche Salz in der Suppe, besonders vor Live-Sendung. Hans Meiser zum Beispiel, auf dessen Show wir alle hier warten, der ist täglich auf Antenne. Und bei ihm wollen wir uns jetzt einmal ein wenig hinter den Kulissen rufen. Die Redaktion Hans Meiser ist zwar nicht groß, aber schlagkräftig. Sie sei die Beste der Welt, wird ihr Chef nicht müde zu behaupten. Und er muss es wissen. Jeder der redaktionellen Mitarbeiter ist für 2,5 Stunden Programm monatlich verantwortlich. Wenn auch noch Einspielteile produziert werden müssen, ist das eine Menge Holz. Vor jeder Sendung lässt es sich Hans Meiser nicht nehmen, sich noch einmal persönlich mit jedem seiner Gäste zu unterhalten, sie aufzumuntern, ihnen die Angst vor der Kamera zu nehmen. Es herrscht also ein guter Geist im Meiser-Studio, was der Zuschauer in jeder Sendung auch spürt. Die Studiozuschauer haben langsam Platz genommen, die Gäste sind bereit und Hans Meiser sitzt auf Position. Die erfolgreichste Talkshow Deutschlands kann beginnen.
Soweit also das Drumherum einer täglichen Live-Sendung. Aber mit Live-Sendungen alleine ist ein Vollprogramm natürlich nicht zu bestreiten. Worauf Sie als Zuschauer warten, zu Recht warten, das sind erstklassige Spielfilme. Und davon hat RTL ja schon einige gezeigt und wird das sicherlich auch in Zukunft weiter tun. Aber jetzt muss ich mich hinsetzen, die Show geht gleich los. Den ersten ganz großen Spielfilmerfolg hatte RTL Television mit einem kleinen Wicht der dritten Art, mit E.T., dem Außerirdischen. Manta Manta, die verrückte Geschichte um eine Legende aus Blech. Frisch, frech und frei ist eben Trumpf bei RTL. Das ist mehr als nur Autofahren. Das ist ein Gefühl von Freiheit. Jetzt zeig ihn aber! Ich hasse Geburtstage, wäre ich bloß im Bett geblieben. Mit Dirty Dancing kam Schwung in die Hüften unserer Zuschauer. Und wenn es auch manchmal nicht so ganz jugendfrei war, ging es doch mehr um die Liebe als um die Triebe. Für Crime der Extraklasse wurde natürlich auch gesorgt. Kein geringerer als Columbo servierte verzwickte Mordfälle, die er durch seine unnachahmliche Art aufklärte. Dabei wird es auch in Zukunft auf diesem Kanal bleiben. Das ist genau diese Einladung. Das Merkwürdige ist, dass sie nach dem Mord noch auf dem Schreibtisch war. Wie ist sie aber dorthin gekommen? Ihre Schwiegermutter wurde erschossen, bevor sie aus dem Haus ging. Also haben Sie sie erschossen. Rauchen ist Gift für das Baby. Mit Stich ins Herz zum Beispiel liefen natürlich auch spannende Eigenproduktionen. Zu fest? Nein, gut so. Prima. So übel bist du eigentlich gar nicht. Wie kann eine bis dahin unbescholtene Frau und Mutter zur heimtückischen Mörderin werden? Ein Film aus der Reihe Frauenschicksale bei RTL. Stellvertretend für internationale Spitzenfilme sei noch Gorillas im Nebel erwähnt. Das ergreifende Schicksal der Diane Fossey, die für die Berggorillas alles gab. Bis hin zu ihrem Leben. RTL Television ist also auch für Kinofans eine gute Adresse. Viele der Tricks, Effekte und Kulissen, die Sie gerade gesehen haben, die existieren in Wirklichkeit gar nicht. Sie werden, und das ist doch kein Geheimnis, künstlich auf dem Computer erzeugt. So wie in dem Film Jurassic Park, ich bin sicher, Sie kennen ihn. Hier sind wir in einer sogenannten Paintbox, wo diese Dinge jeden Tag gemacht werden. Und das immer wieder in einer Perfektion, die total verblüfft. Die Arbeit dieser fleißigen Kolleginnen und Kollegen ist auch täglich in den News zu bewundern, wenn zu jedem Thema Grafiken neben dem Moderator wie aus dem Nichts auftauchen. Herzstück aber ist dieser Computer, der auf den Namen Harry hört. An ihm lassen sich bewegte Animationen erzeugen, die gerne bei Vorspännen und Programmhinweisen genommen werden. Zum Beispiel auch für Serien. It's for you. Und da gab's die ersten wirklich großen Erfolge mit Knight Rider und den obskuren Typen aus dem A-Team. Ich
Aber schon bald folgten eigene Serien, so etwas wie Sylter-Geschichten zum Beispiel. Eine Serie rund um Sonne, Strand, Urlaub und natürlich Herz. Seit der Familie Steiner weiß die Nation, was Sitcom auf Bayerisch heißt. Aber genau! Richtig, das ist recht. Seitdem vergeht kein Wochenende bei RTL Television, an dem der Alpen-Motzki nicht nach Herzenslust granteln kann. Mit von der Partie ist natürlich seine Familie, die ihm in nichts nachsteht. Obwohl ich mir das absolut nicht erklären kann. Er redet so schmal daher. Ruhe! Das war ich der Strafe überhaupt nicht nach Kanada. Den Grundstein aber für die erfolgreichen Eigenproduktionen wurde mit dem Schloss am Wörthersee gelegt. Diese Serie bleibt bei den RTL-Fans unvergessen, nicht zuletzt durch ihren Hauptdarsteller Roy Black. Doch auch die Jugend kommt bei RTL Television natürlich nicht zu kurz. Beverly Hills 90210, die Kultserie aus den USA.